Ich grüße euch, Freunde, und willkommen zurück zu Dismantle. Yo, wieder in der Apokalypse. Wir hatten ja ein paar Tage Pause jetzt hier und jetzt geht's wieder fleißig los. Wir wollen natürlich uns ein bisschen weiter aufrüsten hier. Und wir gehen jetzt erstmal die Quest an Flucht von der Insel, denn ich soll die Evakuierungszone hier so ein bisschen untersuchen. Und erstmal kurz wieder ins Kampfsystem kommen hier. Zack. Aber wenn der mich trifft, ne? Mit seiner Klaue. Aber erstmal Stufenaufstieg gemacht. Und dann würde ich sagen, ja, neue Erfindung Sichel freigeschaltet. Ja, geil. Ja, geil. Neue Erfindung Stoßdämpfer. Okay. Also wir sollen auf jeden Fall hier hinterkommen. Und ich habe da schon eine Idee, wie das funktioniert, Leute. Dafür gehen wir einmal hier lang. Ah, hier durch das Haus. Er ist irgendwie buggy. Jo, klar. Aber wo steige ich denn hin? Nein, ich bin anderen im Visier. Ah, ich bin fast tot. Ah, hin so. Ich hab als den im Visier, der da bei der Tür rumschillt, den man nicht angreifen kann. Oh, es ist so nervig. Gut. Gut, machen wir erstmal unser Level ab. Der Stufenaufstieg, ja. Gelehriger Schüler. EP durch alles 8 plus 8%. Kämpfer, Nahkampfschaden gegen Monster plus 5. Der Sammler, dann können wir die Pilze und Sachen halt in der Wildnis einsammeln. Und du hast beim Stufenaufstieg die Wahl zwischen 5 Fertigkeiten statt nur 4. Ich würde sagen, wir verstärken den Nahkampfschaden. Das klingt ganz sinnvoll. Und dann schlafe ich mal eine Runde. Fühle mich noch gar nicht müde. Ah, okay, ja, so. Ich würde schlafen für den Verstärkungsbuff, aber er sagt so: Nö, Rudi, lass mal. Noch keinen Bock, okay. Boah, bam, jetzt wollen wir die richtig zu Brei, die Typen hier. Dich hole ich jetzt auch erstmal ab hier, du. Zack, weg mit dir. Mülleimer nehmen wir mit. Dankeschön, unsere Überreste. So, und zwar. Zack, zack, zack. Nehmen wir alles mit hier. Das auch. Der Kollege, der ist ziemlich stark. Der sollte uns am besten nicht sehen. Oh, ich kann hier was herstellen. Ich kann das hier jetzt zerstören. Perfekt. Er darf uns wie gesagt nicht sehen, sonst sind wir am Arsch. Der ist ultra strong. Perfekt. Hier Messer, zack. Und zack. Da ist er. Scheiße. Oh, shit. Oh, scheiße. Scheiße, schnell. Ah, du shit. Alter, wer ist er denn? Usain Bolt oder was? Alter, geh doch weg. Alter, boah. Hi, da sind wir wieder. Die Apokalypse ist hart, Leute. Der kleinste Fehler wird sofort bestraft. Ihr habt es gesehen. Brauche einen besseren Rucksack auch. Ich werde erstmal hier Sachen auf den Rucksack einsammeln. So. Und Holz brauchen wir, morsches Holz. Zack, nee, zack. Okay, der hat zack gemacht. Und in die Frazee. Ah, okay.
Und zack. Morsches Holzzeug. Ich will jetzt einen größeren Rucksack haben, sorry, aber. Ich will ja hier einiges mitnehmen aus der Evakuierungszone. Und wenn es hier jetzt kein Holz gibt. Oh, aber es wird hier Holz geben. Zack. Ah, machen wir jetzt guten Nahkampfschaden. Gut, dass wir dieses Perk ausgesucht haben, Nahkämpfer. So, hier, zack, Holz. Der ist auch aus Holz hier. Nehmen wir alles mit hier, das Holz mitnehmen. Was gibt's hier? Eine Dusche. Oh, nice. Kann ich auch das Klo zerdeppern? Nee, aber das Waschbecken. Okay. Also Toilette geht nicht, aber Waschbecken ist machbar. Mit den Betten hier. Ja, die Betten gehen auch. Aber wir wollen keinen Stahl, wir wollen Holz. Oh, wo geht's denn hier lang? Ach so, okay. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, natürlich. Ja, logisch, Kämmerer. Zack. Messer weggesammelt. So, haben wir jetzt genügend? Nee, noch nicht. Tatsächlich, kann es nicht einsammeln. Ach, ich kann es wieder nicht einsammeln. Weil wir wieder keinen Platz haben. Ich will Zeit, wirklich. Der große Rucksack, der muss sein, Leute. Ihr seht es ja selber. Damit wir mehr transportieren können, einfach. Der muss sein. So, ich glaube, hier habe ich noch Holz. Sehr schön. Zack, zack, zack. Und schon haben wir genügend zusammen für den Rucksack. Den werde ich jetzt herstellen. Rucksack plus 2. Und dann gehen wir hoffentlich ungesehen an diesem Usain Bolt Monster vorbei. Ja, perfekt. Ah, nein, meine Wurfmesser. Ich will immer mit Rechtsklick halten und dann die Kamera drehen, aber es ist hier ja anders. Also mit Mausrad halten und Kamera drehen. Zack. Und tschüss. So. Ah, da will ich noch die Sachen einsammeln. Ich bin ein gieriger Typ, ihr wisst es ja. Wenn ich was sehe, dann will ich es auch einsammeln. Okay. Okay, sehr gut. Hier gibt es wieder auch frisches Holz. Und ein bisschen Grünzeug hier, Leute. Ein bisschen gesunder Wandsalat. Aber hier gibt es Holz im Überfluss. Reiche den Antrag ein, dass die Nachschubbasis neue Katalysatoren schicken soll. Gleich als erstes am Montagmorgen, okay. Werkzeug. Jetzt wieder. Rufen nicht hoch genug. Okay. So, jetzt sind wir hier hinten. Sehr gut. So, machen wir hier Platz. Weg mit dir. Kann ich das? Ich kann es zerstören. Sehr gut. Dann können wir hier den Weg frei machen. Dann müssen wir nicht gleich nochmal uns mit diesem Typen da im Innenhof beschäftigen. Hier ist wieder so eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Und ich weiß noch nicht, wie man die öffnen kann. Ob man dafür einen bestimmten Skill oder ein bestimmtes Werkzeug braucht.
So, aber wir sehen, wie wir sehen, sind wir jetzt hier hinter. Jawohl, perfekt. So. Genau, dieser Durchgang scheint tiefer in den Komplex zu führen. Das ist richtig. Und hier sind jetzt so Vogeleier, die hätte ich jetzt einsammeln können, wenn ich diesen Skill-Sammler ausgesucht hätte. Aber ich bin lieber für Schaden gegangen. Ist das hier so ein Kraftwerk oder sowas? Neue Erfindung, Experten-Dietrich. Ja, moin, ich kann nicht mal den einfachen Dietrich machen. Aber hier kann ich rein. Zack, zack, weg mit euch. Also hier kommen wir nur mit dem Experten-Dietrich rein. Wir müssen erstmal es schaffen, den normalen Dietrich herzustellen. Aber sonst gibt es hier gerade gar nichts für mich. Nö, nicht wirklich was. Ja, außer ein bisschen. Oh, Gummi, ist das Gummi? Kann ich Sachen wegwerfen einfach so? Ja, Gummi. Nice. Oh, hier ist wieder so ein Tower. Gucken, was der uns jetzt anzeigt hier. Jo, jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Sicht hier. Ja, nice. Verbindungstürme in der Nähe geortet. Schnelle Fortbewegung. Gibt es eine Schnellreise? Sender. Erfinde ein Werkzeug. Okay, das müssen wir auch noch machen. Schnelle Fortbewegung. Erfinde den Kompass und stelle ihn her, um die schnelle Fortbewegung freizuschalten. Ja, nice. Nichts ist umsonst hier in Dismantle. Nicht mal die Schnellreisefunktion. Hallo. Hier. Zack, zack. Auf Windows Wurfmesser upgraden, tun wir das einfach mal. Und sonst können wir nichts upgraden. Okay. Zack, zack. Ah, hier ist wieder so eine verschlossene Kiste. Ich wüsste gern, wie man die aufmacht. Muss ich euch gestehen. Jo. Ah, hier ist ein Lagerfeuer. Sehr gut. Das heißt, hier ist wieder eine Kiste, alles einlagern. Dann einfach mal ins Lagerfeuer gehen, gucken, ob wir was ganz Neues herstellen können. Erfindungen und Herstellungen. Was gibt's denn hier? Okay, hier ist der Kompass. Erfahrungsstufe 10. Für die Taschenlampe können wir herstellen, wenn ich noch ein bisschen mehr Plastik habe. Experten-Dietrich, Stufe 19. Wir sind gerade aktuell 5. Der Stoßdämpfer ist ein Accessoire. Absorbiert kinetische Energie, um schwierige Manöver zu erleichtern. Geschwindigkeit der Ausweichrolle plus 7%. Nehmen wir einfach mal her. Okay. Die Sichel. Ein landwirtschaftliches Werkzeug, das praktischerweise mehrere Halme und Zweige auf einmal kappen kann. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Plastik für die Baseball-Cappy brauchen wir noch. Gepäck. Ja, Ausweichrolle gibt also mehr Mobilität. Oder lieber mehr Life. Ich bleibe erstmal bei der Blutkonserve für mehr Life. Hallo. So, oh, Elektroteile, perfekt. So, Tor öffnen. Verlassen. Sehr gut. Jetzt haben wir das Tor hier aufgemacht.
Aber unsere Quest ist noch nicht abgeschlossen. Ich muss dieses Tor aufbekommen. Okay, die Quest wurde aktualisiert. Geht das hiermit nicht? Das Tor bleibt versiegelt, bis die Verbindungs-Relais. Oh Gott, das Terminal braucht eine Authentifizierung vom Sender, aber die Verbindungsrelais. Okay, irgendwas mit Verbindungsrelais. Scanne nach Relais. Alter, willst du mich verarschen? Es gibt 4 Stück davon. Ja, geil. Flucht von der Insel. Okay. Gibt sogar. Was ist das für eine Quest, ey? Also so schnell kommen wir von der Insel hier nicht runter, Leute. So, zack, zack, alles mitnehmen. Experten Dietrich, natürlich. Natürlich der Experten. Ich schau mal auf die Karte. Hier oben ist noch die Tankstelle und da oben bei Hof der Familie Packard. Da ist ein Verbindungsrelais. Ja, würde ich sagen. Let's go zum Hof, zur Farm der Packards. Oh Gott. Da passt du einmal nicht auf, ne? Schon hast du einen hängen. So. Let's go, Leute. Let's go. Yeah. Also das war nach hier oben. Genau. Einfach der Straße folgen. Machen wir mal einen kleinen Roadtrip hier. Zack. Ah, er will. Messer, Messer, Messer. Ich muss auch immer daran denken, dass ich die Wurfmesser habe. So, hier ist die Tankstelle. Zack, zack, weg. Metallschrott, Metallschrott, immer her damit. Auto, das kann ich aber nicht durchsuchen. Und zack, weg mit dir. So, hier geht's jetzt zur Farm. Hier ist ja alles voll mit Viehzeug. Zack, weg mit dir. Hof der Familie Packard. Hallo, Packard, seid ihr da? Nö. Ah, ich habe schon wieder die Taschen voll. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's denn hier? Gibt's hier ein Lager? Da gibt's ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer auf dem Hof. Ui, das war. Ja, perfekt. Hier kann man wieder einlagern. Was ist das eine Quest hier? Untersuchen. Grundlagen des Ackerbaus. Du solltest dich mit dem Ackerbau beschäftigen, denn durch den Ackerbau erhältst du mehr Zutaten für dein Essen. Erfinde den Samenbeutel und stelle ihn her. Pflanze einen Samen ein, ernte die Feldfrüchte. Annehmen. Maiskolben. Ein ganz einfaches Gericht, aber sehr lecker und saftig. Nice, neues Rezept und neue Erfindung Samenbeutel. Und ein neues Essen. Ich kann das. Oh, hier gibt's Mais. Ja, geil. Immer her mit dem Mais. Okay, schauen wir mal, was wir für den Samenbeutel brauchen. Erfinde einen der Gegenstände mit diesem Knoten. Okay.
muss erst die Schaufel erfinden. Wir brauchen Pillen. Noch ein Plastik für die Schaufel. Das eine Plastik wird es ja hier wohl auch finden lassen auf der Farm, oder? Zack, weg mit dir. Ist Plastik. Jetzt bist du hier. Stoff. Oh, richtigen Stoff jetzt. Oh, Leute, wir kriegen immer bessere Materialien hier. In der Apokalypse. Hier kann ich kochen. Aber Plastik. Ja, hier ist Plastik drin. Sehr, sehr gut. So. Erfinden und herstellen jetzt die Schaufel bitte. Dankeschön. Du hast ein weiteres Werkzeug für die Haupthand hergestellt. Du kannst mehrere Werkzeuge anlegen und schnell zwischen ihnen wechseln, indem du 1 drückst. Damit gräbt man Sachen aus dem Boden aus. Sehr, sehr praktisch, so eine Schaufel. Jetzt der Beutel hier. Pflanzenreste und Holz. Keine Ahnung, wo da Holz hingehört, aber ist halt so. Ist halt so, wir brauchen auch Holz. Let's go. Was haben wir denn, so dicke Schaufel hier? Cool. Einfach so random graben. Ach ja. So praktisch. So, erstmal den. Das Relais aktivieren. Gewürze. Leute, Gewürze. Was man hier so alles findet, ne? Wahnsinn. Das Heu auch. Pflanzenreste. Geil. Hier auch. Alles mitnehmen. Immer alles mitnehmen, Leute. Alles. Ich steck alles ein. Bleibt nichts zurück. So, die Kiste muss immer voll sein. Was gibt es denn sonst noch so in der Umgebung? Lass mal gucken. Ja, Viehzeug natürlich. Zack. Bams. Und weg. So, kann ich hier jetzt. Hier kann ich nicht, okay. Schade. Aber ich mal ab hier. Auch weg mit dir. War hier vorne nicht irgendwo dieser Hügel, dieser Erdhaufen, der so komische Geräusche von sich gegeben hat? Da würde ich ganz gerne mal graben jetzt. War das hier? Ja, hier war das. Okay. Hier vielleicht? Da tut sich nichts. Schade, ich habe gedacht, mit der Schaufel könnte man jetzt hier was finden, aber ist halt leider doch nicht so. Schade. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal bei der Farm hier weiter oben längs. Wir folgen einfach mal der Straße jetzt hier. Wir folgen der Road. Und ich bin gespannt, wo uns die Road hinführen wird. So, vorbei an der Farm. Mal gucken, was so abseits der Road ist. Was gibt's hier denn so? Außer Wildnis ist hier gerade nicht viel los. Ist Elf einer. Ach du Scheiße, geh du mal weg, Alter. Geh du mal weg. Alter, hat er safe. Oh, Alter, Peter, Alter, warum schnitzelt mich aber? Alter, geh doch weg mit deinem Scheiß. Alter, was ist. Okay, wir folgen der Road lieber nicht, Leute.
Alter, was war das denn für ein kaputter Freak? Alter Verwalter, da komme ich nur mit meiner Brechstange aber nicht weit. Da bin ich jetzt eine Stufe aufgestiegen. Neue Erfindung, Verbände. Verbände klingen sehr gut. Bin ich ein großer Fan bestimmt von. So, meinen Stuff nehme ich mit. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, Leute, was wir. Leute, lasst mich doch hier mal. Ich möchte auf meine Farm. Das ist jetzt meine Farm. So, wieder ein Stufenaufstieg. Welches Level haben wir jetzt? Keine Ahnung. Wir haben wieder Sammler. Tierfreund schaltet das Rezept für Tierleckerchen frei. Tierfreundlichkeit sorgt dafür, dass Tiere sich weniger vor dir fürchten. Das ist, dass wir noch einen fünften Punkt haben. Und Kulinaria. Verzehre etwas Essbares aus deinem Gepäck. Um Trefferpunkte zu regenerieren, drücke F, um während des Spiels das Menü zu öffnen. Ich bin jetzt mal für den Sammler. Und dann schauen wir mal. Nicht erfinden. Ausrüstung verbessern. Gummi brauchen wir für das Brecheisen. Gummi 8 und Keramik 25. Ja, die Blutkonserve, klar, Schlafsack, okay. Okay. Kleidung haben wir nur das. Ja, Leute. Das Monster eben war ganz schön hart, muss ich sagen. Das war ein harter Brocken. Und der war nicht feierlich. Hier diese Gruft, da wollte ich auch noch mal hin. Diese Gruft werden wir in der nächsten Folge besuchen, Leute, denn ich würde sagen, oh Gott. Für heute wieder genug Survival, ein bisschen was gemacht, ein paar Level aufgestiegen, ein paar neue Sachen verbessert, zwei irre Monster kennengelernt, die ordentlich reinhauen. Und vor diesen Kameraden fürchte ich mich tatsächlich ein bisschen, denn die können mir oder uns Probleme bereiten auf unserer Reise. Und ich gehe mal davon aus, das werden nicht die einzigen starken Monster bleiben, denen wir begegnen werden. Also müssen wir uns wirklich mal ranhalten, ein paar Geheimnisse aufdecken, Level aufsteigen, damit wir hier dieses Upgrade für die Verbindungstürme herstellen können. Das geht dann mit Level 7. Ich bin jetzt gerade Level 6, also noch eine Stufe, sollte machbar sein in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben da lassen, wäre mega nice. Aktiviert die Glocke und abonniert meinen Kanal, wenn euch gefällt, was ihr seht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, wir surviven hier auf der Insel. Und ich schmeiße meine Messer wieder einfach random irgendwo in der Gegend rum, weil ich einfach diese Steuerung nicht akzeptieren möchte, Leute. Okay, in dem Sinne, ich bin raus. Wir surviven in der nächsten Folge weiter. Bis denne.